Chefarzt Dr. Pürz hat die Nachuntersuchung einer Patientin auf dem Programm. Die Musikerin hatte sich bei einem Sturz eine schwere Schulterverletzung zugezogen und war im Elbland-Klinikum Radebeul operiert worden. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen sagen kann, dass es mir gut geht. Ja? Ja. Wenn Sie jetzt diesen Zustand vor dem Sturz und jetzt aktuell zusammenfassen, welche Bewegungseinschränkungen sind überhaupt noch geblieben? Also wenn ich zum Beispiel nach dem Rücken in diese Bewegung komme. Dieser sogenannte Schürzengriff. Ja. Genau, wenn Sie das so nennen. Das merke ich, dass da noch ein gewisser Spielraum da ist. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da noch eine gewisse Freiheit eintritt. Da würden wir jetzt nochmal eine Röntgenaufnahme, Abschlussaufnahme veranlassen. Ja. Und dann dürfen Sie wieder Geige spielen. 18 Jahre war der Chefarzt am Uniklinikum Dresden tätig, zuletzt als spezieller Unfallchirurg im orthopädisch-unfallchirurgischen Zentrum der Uniklinik, als Oberarzt und Sektionsleiter Trauma. Seine Erfahrungen kommen jetzt dem Elbland-Klinikum Radebeul zugute. Wir sind das Haus der Regelversorgung, das heißt, versorgen wir alle Patienten mit mittelschweren, schweren Verletzungen. Im Rahmen der BG-Zulassung haben wir auch die Möglichkeit, die Arbeitsunfälle zu versorgen. Zusätzlich haben wir im Rahmen des Traumanetzwerkes eine Zulassung als regionales Traumazentrum, wo wir auch mittelschwer Verletzte versorgen können. Wir haben hier Anbindung an Hubschrauberlandeplatz und durch die Nähe zu Dresden haben wir auch gute Kooperation mit den Maximalversorgern. Das bisherige Spektrum des Hauses Endoprothetik, vor allem Hüftendoprothesen und patientenspezifische Knieprothesen sind geblieben. Das haben wir mit meinen Vorgängern Dr. Ripp auch so abgesprochen, dass wir die Schiene weiterfahren möchten und diesen Service den Patienten bieten können. Dr. Axel Ripp hatte als einer der ersten in Deutschland die patientenspezifischen künstlichen Kniegelenke eingesetzt. Von seinen Erfahrungen profitieren inzwischen viele Operateure in der ganzen Welt und hunderte eigene Patienten. Gerade bei jüngeren Menschen werden im Elbland-Klinikum Radebeul die maßgefertigten Knieendoprothesen eingesetzt. Nach einer dreidimensionalen Erfassung des Ausgangszustandes wird ein Implantat verwendet, das an die natürliche Form und Krümmung des Knies angepasst ist und so die Ursache für Schmerzen reduzieren kann. Mit der Methode wird auch ein Maximum an Knochensubstanz erhalten. Neben den planbaren Operationen bekommen inzwischen die unfallchirurgischen Eingriffe ein höheres Gewicht. Und mit meiner Expertise, die ich von der Uniklinik mitgebracht habe als spezieller Unfallchirurg, bauen wir jetzt die zweite Säule eben Unfallchirurgie auf. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Wirbelsäulenchirurgie. Hier werden Erkrankungen und Verletzungen aller Wirbelsäulenabschnitte diagnostiziert und sowohl operativ als auch nicht operativ behandelt. Zusätzlich haben wir schwerpunktmäßig Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumatologie mit Leiter dieser Abteilung, Dr. Schnöring, Oberarzt Schnöring, der jetzt auch eine Verstärkung bekommen hat, Oberarzt Dr. Hinzelmann, wo man eben komplettes breites Spektrum Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie bieten kann. Das Behandlungsspektrum umfasst hierbei die degenerativen, entzündlichen, tumorösen oder traumatischen Erkrankungen der Wirbelsäule. So ist am Elbland-Klinikum Radebeul die mikroneurochirurgische Entfernung von Bandscheibenvorfällen, die Erweiterung von Spinalkanalstenosen und die Wirbelfusion in allen Wirbelsäulenabschnitten möglich. Auch Unfallverletzungen werden durch invasive Methoden operativ behandelt. So können die Spezialisten über minimale Zugänge, die möglichst wenig Haut, aber vor allem wenig Muskelgewebe schädigen, operieren. Entsprechend kurz fallen die Narben aus, was vor allem für den Patienten vorteilhaft ist. In diesem Fall wird ein verletzter Wirbelkörper in einem minimalinvasiven Verfahren stabilisiert. Dazu sind 4 kleine Zugänge notwendig und 2 kleine Hilfsschnitte. Im Röntgenbild lässt sich gut erkennen, wie exakt eingesetzte Schrauben und Stäbe der Wirbelsäule Stabilität geben und dabei die natürliche Krümmung unterstützen. Zielstellung der Spezialisten um Chefarzt Dr. Pürz ist die möglichst komplette Wiederherstellung der Patienten innerhalb kürzester Zeit. Gelungen ist dies auch bei dem komplizierten Bruch der Geigerin, die inzwischen wieder Konzerte gibt. Ja, die junge Dame ist auf einem
Glatteis ausgerutscht gewesen und direkt auf die linke Schulter gestürzt. Und dabei zog sich die Verletzung zu, wo man sieht, dass Kopf- und Oberarmknochen abgekippt ist in der Relation zum Schaft. Das sind zwei Ebenen vor der Operation. Nun ist sie natürlich eine Geigerin, möchte gute Funktion des Armes behalten und möglichst schnell wieder spielen können. Und deswegen haben wir uns entschieden für diese Variante mit einem Nagel. Wir müssen bei der Operation durch kleine Stiche, das sind ungefähr 1 bis 2 cm Hautinzisionen, an den Kopf reinkommen, mit entsprechenden Hilfsinstrumenten diesen Kopf- und Halskomplex dann wieder zu richten und ihn entsprechend in der Achse von Oberarmschaft zu bringen. Und wenn ich Ihnen jetzt die intraoperative Bilder zeigen darf, da sehen Sie eben hier diesen kleinen Zugang, wo ein Draht der Gesamtkopf mit dem Hals reponiert, sodass wir eine optimale Stellung erreichen und dann in nächsten Schritten durch kleine Inzisionen den Nagel eingebracht haben. Ja, die Patientin ist dann entlassen worden. In der Verlaufskontrolle haben wir die Wundheilung abgewartet. Dann nach Fädenentfernung konnte man die Physiotherapie zeitnah einleiten. So wie hier zu sehen ist, das ist schon jetzt Zustand 3 Wochen nach der Versorgung, wo man die Achse nach wie vor gut hingekriegt hat und Osteosynthesematerial auch dementsprechend fest und regelrecht sitzt. Im weiteren Verlauf bekam sie zunehmend mehr Bewegungsfreiheit und auch nach 6 Wochen komplette Belastung des Armes. Und wie wir schon gesehen haben, kommt mit dem Instrument wieder gut zurecht.